Hallo. Hallo. Ja, jetzt sind wir hier unten im Keller des Konzerthauses in der Lüfterzentrale Mitte. Hier sieht man auf der einen Seite noch die alten Klimaanlagen. Wenn man hier rüber schaut, sehr, sehr gut designt mittlerweile, tolle neue Klimaanlagen, die hier eingebaut werden. Das Allerwichtigste und das Schönste, muss ich ehrlich sagen, war für mich immer so ein Wunschziel gewesen, ist eine Wärmerückgewinnung, die wir bis dato nicht hatten. Um mal eine Zahl zu sagen, also sind, wenn alle Anlagen laufen, sind es 1000 Kubikmeter pro Stunde, die wir über Dach schicken. Also pro Stunde, das ist ein energetisches Volumen, was unfassbar eigentlich ist. Und jetzt gibt es eine Kopplung zwischen der Luft, die wir oben ansaugen und hier runter schicken in diese Zentralen, und der Abluft, die oben über Dach ausgeht. Das heißt, man verbindet diese beiden Luftströme, man durchmischt sie nicht, sondern man verbindet sie über Wärmetauscher, um dann jeweils Wärme oder Kälte zu entziehen und der frischen Luft, die hier runter geschickt wird, zurückzugeben. Also ein unglaublicher Effekt, der damit erzielt wird, und im Sinne der Umwelt wirklich das Beste, was wir hier tun konnten, und das Beste, was wir wirklich mit diesen Fördermitteln machen konnten. Wir sind jetzt hier in dem Gebäudeteil, was jetzt nicht mehr das Konzerthaus ist, sondern das Funktionsgebäude. Wahrscheinlich wissen es alle schon, ist kein Geheimnis mehr, dass diese beiden Gebäude durch einen Tunnel unter der Charlottenstraße verbunden sind. Und gerade in diesem Gebäude, in dem Funktionsgebäude, haben wir immense Probleme mit Grundwasser. Das heißt, das Grundwasser drückt in das Gebäude rein, Räume stehen unter Wasser. Und in dem Funktionsgebäude ist unsere Mittelspannungsanlage. Und auch diese Anlage, eine elektrische Anlage, stand in einem Raum oder steht immer noch in einem Raum, wo Feuchtigkeit im Fußbodenbereich ist. Und weiß jeder, Elektrizität und Feuchtigkeit ist nicht so prickelnd oder könnte prickelnd werden, je nachdem. Deswegen wurde der erste Teil dieses Gebäudes schon mal trocken gelegt. Das ist ein Heidenaufwand gewesen, den Boden rauszunehmen, Grundwasser abzusenken, wasserdichten Beton einzugeben, die Wände abzudichten. Und in diesem Raum wird jetzt eine neue Anlage aufgebaut. Das sieht man jetzt hier. So sieht das dann mal aus. Sie sehen, alles ist hier schon trocken. Der Fußboden ist gestellt. Darunter werden dann die Leitungen verlegt. Und wenn diese Anlage soweit ist, dass alle Leitungen hier draufgelegt sind, kann dann die alte Mittelspannungsanlage getrennt werden. Und wir haben dann, so wie es sein muss, ordnungsgemäß eine Stromversorgung, die auch vom Sachverständigen gern gesehen und zugelassen wird. Ein Vorgang, der mittlerweile auch schon anderthalb Jahre dauert, so mühsam war es tatsächlich, diese Räume erstmal trocken zu legen. Hier sieht man auch die Ecken. Also zurzeit ist es nicht ganz so schlimm, aber das sind so die Ecken, wo das Grundwasser raustritt. Wenn es wieder mehr regnet, stehen hier große Pfützen drin. So, jetzt habe ich viel erzählt, viel erklärt, um für alle, die sich immer gefragt haben, was hier los ist, Verständnis zu machen, was es für einen Hintergrund hat, warum hier ein Gerüst steht, warum hier so viele Bauaktivitäten sind, warum hier so ein Containerdorf aufgebaut wurde. Ich hoffe, alle haben jetzt Verständnis dafür und alle drücken uns die Daumen, dass wir termingerecht mit der Baumaßnahme fertig wären und dass alles auch gut funktioniert. Und vielleicht ist für den einen oder die andere noch was an Informationen abgefallen, wie man Fenster saniert, wie man Fenster aufarbeitet, und dann macht es vielleicht beim nächsten Mal Fensterstreichen ein bisschen mehr Spaß, denn die Kollegen, die wir da gesehen haben, waren ja alle mit Freude dabei. Dann kann ich nur an der Stelle sagen, tschüss und bis zum nächsten Bautermin.